Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bear and Breakfast. Wir waren in der letzten Folge relativ erfolgreich, konnten ein paar Quests erledigen und wir haben jetzt also die Radiostation gebaut, die haben wir reparieren können und wir haben auch ein Gewächshaus. Und wir erledigen jetzt erstmal noch die Quest für Jax live auf Sendung. Das war die Geschichte mit dem Radio Tower, also mit diesem Radiosender. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Konntest du die Station denn reparieren? Oh ja, sie ist wieder funktionstüchtig. Gut, du gehst wirklich aufs Ganze, das sieht man echt selten. Hier, das sollte dir helfen, deinen Gästen in einen Ort anzubieten, an dem sie Geschichten lauschen können. Oh, sehr cool, ein Kinosessel. Und den Fernseher. Oh, jetzt können wir das Kino bauen, Leute. Sehr geil. Und eine nette Abwechslung zu ihrer eigenen Realität. Ja, fantastisch, oder? Doch super. Ja. Coole Nummer. Jetzt wird es dann spannend, würde ich sagen. Wir müssen jetzt hier unser Hotel ausbauen. Unbedingt sogar. Unbedingt müssen wir das machen. So. Oh, hört ihr die Wölfe heulen? Ist ja krass. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Die haben hier ziemlich viel Müll hinterlassen, die Lieben. Und jetzt können wir uns ja hier auch diesem Teil des Hotels mal widmen. Hier oben haben wir ja schon angefangen, ein paar Zimmer zu bauen, haben auch schon eine Lounge und ein Badezimmer und so. Oh, hier ist es allerdings sehr, sehr kalt. So, Gäste. Hier, bitteschön. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen schlafen. So. Ja, da kräht auch schon der Hahn. Und schon ist es morgen. Und jetzt, was machen wir? Wir müssen immer noch die Zwiebelsuppe kochen, ne? Wir brauchen jetzt also eine neue Küche. Haben wir eigentlich hier eine Küche gebaut? Ja. Hier haben wir eine Küche gebaut. Hm. Da können wir doch mal gucken, ob wir Material haben, um die Küche aufzuwerten. Das können wir jetzt mal schauen. Stufe 1, Stufe 2. So, hier den Gasherd, den brauchen wir. Oh, Kupferplatten. Okay, wir müssen dann wieder... Okay, wir müssen auf jeden Fall Material sammeln. Was ich ein bisschen schade finde, ich würde ja gerne hier diese Sachen hier verkaufen, aber irgendwie geht das nicht. Mache ich irgendwas falsch? Hm. Weiß man nicht, ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Oder kann ich das echt einfach nur da oben reinschieben? Ich finde es ein bisschen schade, weil man es einfach nur wegwirft. Aber wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal. So. Ein bisschen lästig. So. Aber wir müssen jetzt qualitativ ein bisschen besser werden. Und deshalb tun wir jetzt auch die Sachen einfach mal weg. Das ist ein Deko-Objekt Stufe 2. Packen wir jetzt auch weg. Das Regal halten wir fest. Die Kleiderschränke, die hauen wir auch weg. Was haben wir hier noch? Nix. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Ich würde sagen, bevor wir anfangen zu bauen, gehen wir erstmal sammeln. Und das machen wir am besten an der A24. Da gibt es den Schrottplatz. Da gibt es halt viel Metall. Hoffe ich. So. A24 auf... Dann gehen wir mal gucken. So. Da ist unser Schrottplatz. Dann gucken wir mal, was hier alles so glänzt und glitzert. Eigentlich bin ich ja ein Waschbär, ne? So viel, wie ich hier im Müll rumwühle. Ach, guck mal, hier kann man durchgehen. Das ist ja spannend. Da
sah gar nicht so aus, ne? Ich würde ja lachen, da steht doch eine Müllpresse links hier. Wenn wir da Zeug reinlegen können, das wäre ja cool. Wahrscheinlich geht das nicht. Ist wahrscheinlich jetzt so ein Wunschdenken von mir. Ach ja, die Geschichte mit der Leiche, genau. So, das war's. Gasherd. Okay, haben wir ein bisschen mehr. Wir machen jetzt den Gasherd, die Grillplatte, die Mikrowelle und den Kühlschrank. Cool. Haben wir das Schneidbrett jetzt schon gemacht? Nö. Da. Okay. Dann zurück nach Winterbeere. So, unsere Küche. Bin ich gespannt. Kriegen wir das da überhaupt alles unter? Gute Frage, ne? Wir probieren es einfach mal. Was ist das Schneidbrett daneben? Nee. So, hier haben wir den schöneren Kühlschrank. Den packen wir hier hin. Dann haben wir hier noch die Mikrowelle. Oh, die Küche ist so klein. Kommen wir so noch in die Küche? Boah, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Kommen wir so noch in die Küche? Henk, kommst du noch durch die Tür? Nein, natürlich kommt Henk nicht durch die Tür. Okay. Wir müssen die Küche vergrößern. Dann machen wir die Küche jetzt hier hin. Essen, Küche. Machen wir eine schöne große Küche. Wobei, das wäre ja hier auch so eine coole Sache noch fürs Esszimmer, ne? Der Bereich. Ach, wobei, komm. Machen wir hier. Hier machen wir die Küche hin. So. Dann haben wir hier den Herd. Die Grillplatte machen wir daneben. Und da stellen wir hier. Stellen wir auch mal die Mikrowelle hin. Und dann haben wir noch den schönen Kühlschrank. Den stellen wir hier hin. So. Wunderbar. Und den Raum hier, den reißen wir ab. Zack. Geht nicht? Okay, geht nicht. Dann Küche Stufe 1 löschen. So. Jetzt gucken wir mal. Oh, seht ihr? Hier, jetzt geht schon mal mehr. Sehr cool. Die Zwiebelsuppe. Wo ist die Zwiebelsuppe? Schade, dass das nicht alphabetisch ist. Aber die Zwiebelsuppe. Da, Zwiebelsuppe. Brot. Schneiden. Aber dafür brauchen wir Brot. Und Butter haben wir auch noch nicht. Röstkartoffeln. Achso, die können wir auch noch nicht machen. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Paprikanudeln. Okay, da müssen wir Nudeln herstellen. Da haben wir aber noch keine Rezepte für, ne?
Chili-Nudeln, Pfirsich-Eistee, Pfirsich-Bowle, okay. Nee? Okay, können wir noch nicht. Was müssen wir jetzt wohl machen? Na, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Puh. Wer könnte jetzt was von uns wollen? Läuft hier noch Jax rum? Oh ja, Jax hat eine Quest für uns. Dann gucken wir mal. Hallo Jax, bleib mal stehen. Ja. So, hast du die alte Dame getroffen, die durch das Tal wandert? Barbara? Ja, sie ist nett. Ja, genau. Vor nicht allzu langer Zeit ist sie durch die Straßen von Winterbeere gezogen. Sie war auf der Suche nach einem gut erzogenen Bären mit einer Vorliebe dafür, anderen zu helfen. Oh, glaubst du, sie hat ihn schon gefunden? Oh, da habe ich meine Zweifel. Sie hat einen Geruch an sich, den ich schon eine ganze Weile nicht mehr vernommen habe. Schon bevor das Tal ruhig geworden ist. Sie war auf dem Westweg von Kiefernwald unterwegs, bevor der Erdrutsch ihn abgetrennt hat. Ich glaube, sie ist die Straße wieder zurück nach Bergsee gegangen. Vielleicht kannst du ihr bei der Suche helfen. Kannst du da suchen gehen? Okay, tolle Idee. Ich hoffe, ich kann dir helfen, ihn zu finden. Ich bin mir sicher, dass du da keine Schwierigkeiten haben wirst. Ja, wunderbar. Da müssen wir wohl Barbara finden. Alles klar. Cool. Sollen wir da zu Omi? Ab in den Bus, würde ich sagen. So, Bergsee, Bus. Zack. Da ist er auch schon. Da ist sie, Barbara. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber ich glaube, dass alles bereit ist. Nun, Hank, du hier im Tal wirklich... Okay. Da du hier im Tal wirklich gezaubert hast und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Ich denke, ich würde dir gerne meine Waldecke zeigen. Du kannst mich gerne begleiten. Oh, das machen wir doch gern, Barbara. Da gibt's was Neues. Neue Route Richtung Kiefernwald. Sehr schön. Cool, dann gehen wir da mal hin und schauen doch mal, was es da zu entdecken gibt. Also das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus hier. Olivers Werkzeugkasten, neue Gegenstände. Oh, vielleicht gibt es da dieses Goldgedöns. Ja, dann schauen wir doch mal. Oh, hier gibt es schon mal Müll. Können wir gleich alles mitnehmen. Guck mal hier, liegt schon wieder ganz viel Müll rum. Klasse. Ah, wisst ihr was? Das hier, dieses Level hier, glaube ich. Ich erinnere mich daran. Mal gucken. Ja, genau. Das hier ist das Level, was es bei der Demo gab. Das ist sehr cool. Da gibt es dann auch noch hier im Wald einen neuen Bewohner. Wenn das jetzt natürlich in der Version genauso ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber hier, das war die Stelle, wo ich damals angefangen habe. Sehr cool. Ja, Barbara, hallo. Willkommen in Kiefernwald. Die schönste Landschaft überhaupt, wenn du mich fragst. Denn die Geschichte dieses Ortes ist so umfangreich, dass sie 10 Enzyklopädien füllen könnte. Gefällt er dir? Ach ja, die Luft kitzelt herrlich in den Nasenlöchern. Oh, natürlich. Nun, wir haben hier einige Arbeiten zu erledigen, wie die anderen im Tal. Das Kiefernwald-Ressort hat 3 Hauptgebäude und sie hatten alle schon bessere Zeiten, also sollten wir anfangen, eines zu renovieren. Ich denke, du solltest sie mit deinem Haikumpel verhandeln und dich an die Arbeit machen. Alles klar, mit meinem Hai-Kumpel. Sehr schön. So, dann sind wir da. Na, hier gibt es jetzt ein bisschen was zu tun. Hier haben wir schon mal. Können wir was erledigen hier. Das können wir eigentlich auch gleich mal machen. Das gibt dann nochmal neue Anfragen. Dann haben wir das schon mal repariert. Wir nehmen natürlich jetzt hier auch alles Zeug mit. Und jetzt müssen wir natürlich hier wieder alles leer räumen. Und hier haben wir unseren Hai-Kumpel, von dem sie gesprochen hat. Also, dann nehmen wir doch mal die Quest an. Die Milch riecht ein bisschen komisch, aber du nimmst trotzdem einen Schluck auf der Suche nach Liebe. Wir haben eine neue Anlaufstelle für Kontakte. Mindesthaltbarkeitsdaten. Oh, was der für ein Müll redet. Barbara hat mich geschickt, einige Hütten zu reparieren. Das Porn Voyage präsentiert stolz die Kiefernwald-Umgebung. Das würden wir gerne Tausenden unserer glücklichen Gäste erzählen. Wenn du nur irgendjemand wüsste, was das bedeutet. Aber bevor irgendwas davon umgesetzt wird, ist eine Menge Fachwissen und Handwerkskunst für das alte Ressort erforderlich. Du musst einspringen. Es hilft alles nichts. Repariere eine der 3 runtergekommenen Hütten im Kiefernwald.
Ja, das kriegen wir wohl hin. Machen wir das. So, hier, zack, zack. Können wir annehmen. Das kennen wir hier schon mit Toni. Und er fragt uns natürlich, ob wir die reparieren wollen. Und sagt, dass wir wie immer den ganzen Müll wegräumen müssen. Dann machen wir das. Ist ja auch prima. Haben wir ja auch was von. So, hier, alte Fenster. So, hier ist wirklich ein bisschen was zu tun. So. Ah, ein paar Steinchen. So. Erledigt, grüner Haken. Weiter geht's. Ja, natürlich ist es frei von Schutt oder Müll. Konstruktionsmaterial haben wir. Kiefern- und Mahagoniblätter. Haben wir auch alles. Perfekt. Aber jetzt schlafen wir erstmal kurz. Machen doch dann im Hellen weiter. So. Wurden alle Materialien gesammelt? Ja, sind alle da. So, schwing deinen Arsch hoch und ab an die Arbeit. Sehr, sehr schön. Konntest du eine Hütte reparieren? Natürlich. Jetzt drücken wir aber erstmal wieder den grünen Knopf. Das kennen wir ja. Das Kiefernwaldressort kann jetzt Gäste empfangen. Du bist nun ausgezeichneter Experte darin, Anreize für Touristen zu schaffen, einen Ort zu besuchen. Anreize wie Betten und fließend Wasser. Deshalb werde ich keine weitere Sekunde verschwenden, dich daran zu erinnern. Oh, danke, danke. Ich sollte Barbara die guten Nachrichten erzählen. Wunderbar. Lässt er uns endlich in Ruhe, der Hai. Also, falsche Tür. So, da ist Barbara auch schon. Hallo Barbara. Alles in Ordnung? Ich habe eine der Hütten repariert. So, ich kann es nicht fassen. Es sieht genauso aus wie in meinen Erinnerungen. Sag mal, habe ich dir schon vom Kiefernwald erzählt? Es war früher ein wundervoller Ort. Ja. Barbara. Ich habe fast mein gesamtes Leben im Kiefernwald verbracht. Meine Eltern haben mich hergeschickt, damit ich Arbeit finde. Ich hatte keine leichte Kindheit, daher war mir jede Arbeit recht. Und die eine war eine der besten, die es gab. Oh. Ich habe diese Geschichte schon sehr lange nicht mehr erzählt. Ich denke inzwischen auch nur noch selten daran. Ich wurde dem Kiefernwaldressort zugeteilt, als ich noch ein junges Küken war. Als ich dort ankam, waren die Bauarbeiten noch nicht einmal abgeschlossen. Ich musste sogar selbst noch mit Hand anlegen. Das war damals eine ganz schön große Sache, musst du wissen. Schließlich war es das größte Freizeitressort im ganzen Tal, das machte ordentlich Eindruck. Ich hatte nicht viel vorzuweisen, weshalb ich mein Glück kaum fassen konnte. Sie haben mir an meinem ersten Tag einen Platz an der Rezeption gegeben. Wir haben schon sehr früh geöffnet, da die Leute aus dem ganzen Land kamen. Und ich war bereit für sie, jung und voller Hoffnung. Ja, und die war eine der besten, die es gab. Natürlich verliert man im Alter nicht automatisch die Hoffnung, aber die Gefahr besteht natürlich. Ach schau, ich bin total in Gedanken versunken. Du hast so tolle Arbeit geleistet. Die Gäste werden dir die Tore einrennen, um hier zu übernachten. Na los! Ja, wunderbar, Julias Rezepte. Oh, vielleicht haben wir Brot dabei. Und Porn Voyage hat auch neue Rezepte, das ist cool. Und wir können ein richtig geiles Bett bauen. Super. Und repariere auf jeden Fall eine weitere Hütte, wenn du keinen Platz mehr hast. Ja, das machen wir. Vielen lieben Dank, Barbara. Sehr schön. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo die Bushaltestelle ist, oder? Die müsste ja auch irgendwo hier in der Nähe sein. Wir gehen mal da zu der Straße zurück. So, wo haben wir sie denn? Ich höre doch schon was. Porn Voyage. Das ist nur der. Da oben ist die Bushaltestelle. So. Die reparieren wir. Und jetzt haben wir einen neuen Ort. Super. Total cool. So, jetzt gehen wir zu Julia und schauen nochmal, was sie für Rezepte hat. Und dann reisen wir zurück zum Kiefernwald. Und ja,
Brauchen dann eine neue Unterkunft, würde ich sagen, ne? Schauen wir mal. Und dann können wir vielleicht irgendwann diese Zwiebelsuppe mal machen. Wäre schon cool. Ihr seht, ich bin total heiß auf diese Zwiebelsuppe. So, Julia, wo bist du? Julia, wo treibst du dich rum? Oh, die hat auch eine Quest. Hi, Hank. Wie geht's dir? Brauchst du irgendwas? Nein, vielleicht. Ich wusste nicht, dass Menschen so viel essen können. Ist es nicht herrlich? Egal, wie viel man kocht, es gibt immer irgendwo ein hungriges Maul zu stopfen. Wem sagst du das? Und sie lieben immer die kompliziertesten Gerichte, die natürlich am schwierigsten zu kochen sind. Klingt ungefähr richtig. Das ist fantastisch. Überhaupt nicht. Pommes sind fantastisch, aber ihre Zubereitung nervt. Na, wenn das so ist, meinst du könntest etwas Hilfe brauchen? Oh, könnte ich das? Naja, es würde mich sehr glücklich machen, wieder für andere zu kochen. Aber ich muss wissen, ob du immer noch für das Essen begeistert wärst, das wir servieren würden. Um mir deine Liebe für das Kochen zu beweisen, musst du mir das köstliche Gericht zubereiten, das jemals erfunden wurde. Ein Käsekuchen. Oh Leute, Käsekuchen. Aber nicht nur irgendeinen Käsekuchen, einen samtig-cremigen Sous-Vide-Käsekuchen. Ja. Ach du liebe Zeit, guckt euch das an. Hier gibt es super viele neue Rezepte. Boah. Einmal da durchklickern. Geld haben wir genug. Geld spielt keine Rolle. So. Dann lernen wir die auch mal direkt alle. Oh, klasse hier. Croissants. Pilzrisotto. So, Paprikaschoten, auch sehr lecker. Pflaumenjalatte oder sowas. Pilze, Kartoffelpiroge, vegetarische Lasagne, lecker. Gebratener Reis, Sude wie Käsekuchen. Und eingelegte Rübeneier. Was haben wir hier noch? Cremiger Backkäse. Okay. Ja, sehr schön. Und nun? Tja. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wir haben doch... Ach, in Bergsee sollen wir auch eine Küche auf Stufe 2. Jetzt sind wir ja hier, ne? Das könnten wir jetzt ja eigentlich mal schnell machen, wenn wir schon mal hier sind. Was meint ihr? Dafür braucht man natürlich hier auch wieder einen größeren Raum, ne? Ganz klar. Okay, dann tun wir das mal. Ich hoffe, wir haben noch genug Material. Das müssen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Das reicht, glaube ich, aus, wenn wir die Wand hier... Die packen wir mal weg. So. Diesen Raum hier wollen wir bearbeiten. Stopp. So, bearbeiten. Das könnte schon ausreichen. Bin nicht ganz sicher, aber... Ach so, das geht nicht. Machen wir einmal hier weg. So. Und da machen wir jetzt die Tür hin. Ich hoffe, das geht. Ja, das funktioniert. Das ist super. So. Lieber doch nicht. Dann müssen wir mal die Sachen herstellen. Also, wir brauchen das Schneidebrett. Den Gasherd. Die Grillplatte. Die Mikrowelle und den Kühlschrank. Okay, 1, 2, 3. Okay, das müsste reichen. Gasherd, Schneidebrett und so weiter. Okay. Also, Gasherd. Da stellen wir die Mikrowelle hin. Wo ist unser Grill? Da ist unser Grill. So, dann haben wir hier wieder die Küchenzeile, die andere. So, das machen wir hier hin. Und dann haben wir noch den, hoppala, den schönen Kühlschrank. Schade, dass der nicht dazwischen passt, ne? Ah, wisst ihr was? Den machen wir anders. Ist mal auf hier. Das stellen wir nochmal hier kurz rein. So. Das Fenster machen wir hier hin. So. Also, eine weitere Quest haben wir erledigt. Gucken wir uns auch mal schnell an, was wir da nochmal kriegen. Haben wir erledigt den Auftrag. Herzlichen Glückwunsch. So. Eleganz war niemals Priorität. Ja, das ist schön. Prima. So, was jetzt? Weitere Verbesserungen. Erhöhe das Ansehen. Alles klar. Nein, jetzt nehmen wir die nicht an. Das machen wir jetzt mal nicht. Wow, Leute.
Oh Gott, aber jetzt guck mal, was das hier alles kostet. Boah. Hightech-Kocher. Coole Sache. Große Grillplatte. Großes Buffet. Boah, Hammer. Okay, jetzt brauchen wir Kohle. Wir haben zwar 20.000, aber wir brauchen mehr. Ganz klar. So, deshalb nehmen wir hier mal wieder ein paar Gäste an. So, kein Zimmer mehr zur Verfügung. Räumen wir noch den Müll weg. Und dann machen wir das mal jetzt noch in den anderen kleinen Hotels. Ich habe so ein bisschen immer noch auf das Brot gehofft für die Zwiebelsuppe, aber gut. Ich hänge mich da jetzt auch so ein bisschen dran auf, ne? 46 Tage spielen wir übrigens schon. So. Erste Anfragen. Zack. So, da ist auch alles dicht. Dann gehen wir mal zur Holzkreuzung noch. Das finde ich immer noch sehr schön hier. Das ist so niedlich. So, die Hütte. Die fünf Zimmer hier. Schon sehr putzig. So, zurück. Kiefernwald, da müssen wir jetzt hin. Da waren wir. In Winterberry können wir noch mal gucken, ob wir noch ein paar Gäste einladen können. Schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall müssen wir auch schauen, nicht, dass unsere Gäste frieren. Das wollen wir ja auch nicht. Und die Wölfe heulen schon. Oh ja, hier, guckt. Die werden schon gleich wieder frieren, unsere Gäste. Das wollen wir natürlich nicht. So, zack. So, wunderbar. Erledigt. Gehen wir noch mal schnell hier hoch. Da sind noch 41 drin. Da können wir auch noch mal ein bisschen nachlegen. Zack. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, auf zum Kiefernwald. So. So, was gibt's hier Feines? Erdbeeren. Feini, feini. Natürlich alles ein bisschen dreckig hier. Oh, hier, das Schild. Oh, cool. Ah, das ist doch toll. Das Juwel. Glaube ich sofort. Das hier, was brauchen wir da? Eine Seidendecke, okay. Können wir einen Traktor reparieren? Das ist ja geil. Okay, Kiefernbrett haben wir. So. So, dann gehen wir hier auch mal direkt wieder sammeln. Da gibt es auch eine zweite Etage in dem Haus. Cool.
So. Das können wir dann hier auch schon mal fertigstellen. Ja, wollen wir reparieren. So, das kennen wir ja schon. Alles fertig. So, Konstruktionsmaterial. Mal gucken. Okay, alles klar. Das haben wir jetzt noch nicht. Da müssen wir Material sammeln gehen. So, das haben wir. Hier geht es nämlich runter. Genau, hier geht es nicht rauf, sondern runter. Da können wir uns mal noch den Keller anschauen. So, hier haben wir den Keller. Cool, ne? Ist mal was anderes. So, und da war doch noch ein drittes Gebäude. Wo ist denn das? Hier ist es. Hoppala. Ja, die reparieren wir. So. So, ich glaube, hier werden wir eine Weile beschäftigt sein mit dem Aufbau. Aber das finde ich ganz gut. Wir müssen ja nicht dann auch nicht zwangsweise sicherlich immer hin und her reisen. Beziehungsweise das kann ich ja zwischendurch dann auch mal machen, so wie ich das bisher auch gemacht habe. So. Achso, nach oben müssen wir auch noch. Ja, dachte ich mir. Hier ist ja auch noch alles voll mit Müll. So, zack, haben wir erledigt. Dann können wir die schon mal... Ja, das hier ist fertig. Konstruktionsmaterial, ja, das wissen wir schon. So, bitteschön. Alles ist da, kannst du jetzt aufstellen. So, wunderbar. Ach, herrlich, schön. Cool. So, dann... Die Quest hier, die können wir auch erledigen. Die dritte. Alles da. Auch das sieht bestimmt wunderschön aus. Yep. Und jetzt gehen wir nochmal zu Barbara. Wie geht's dir, Hank? Ich habe eine der Hütten repariert. Oh, der Anblick von frisch gefällten Kiefern und der Geruch von Harz. Du musst wissen, dass es früher gar nicht so übel war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das alles mit bloßen Händen aufgebaut habe. Hm. Oh, es fügt sich alles so schön. Ohne meine Brille würde ich wohl sagen, dass es besser als vorher aussieht. Aber ich schweife ab. Wo war ich noch gleich? Oh ja, die frühe Einweihung und all der Trubel dabei. Es waren zwar nicht alle glücklich mit der Situation, aber man kann es eben nicht jedem recht machen. Einige Leute beschwerten sich und nannten es eine Geldverschwendung. Manche wollten uns sogar sabotieren, aber sie haben es nicht weit gebracht. Damals haben die zuständigen Behörden hier für Ordnung gesorgt und man hat richtig Ärger bekommen, wenn man sich nicht an die Regeln gehalten hat. Natürlich gab es auch hier im Tal Probleme, so wie überall auf der Welt. Es war nicht perfekt, aber zumindest gingen die Dinge voran und das hat den Leuten gefallen. Ehe ich mich versah, waren bereits einige Jahre ins Land gezogen und der Bau des Ressorts war endlich abgeschlossen. Das Juwel des Tals. Ja, die frühe Einweihung. Ich wünschte, ich könnte den alten Glanz wiederherstellen, mein Junge. Es war ein himmlischer Anblick, bevor alles dem Erdboden gleichgemacht wurde. Verdammt, es geht schon wieder los, nicht? Nun, weitere Gäste sollten immer Platz haben. Komm wieder, wenn du eine weitere Hütte renoviert hast. Ja, haben wir schon. So. Ja, ich habe noch die andere Hütte repariert. Ach, ich kann gar nicht glauben, dass du so schnell vorankommst. Ja, ich auch nicht. Es hat sich noch nie so groß angefühlt, so voller Leben. Ist doch noch total nackt. Vielleicht irre ich mich aber auch, aber vielleicht hatte ich nur vergessen, wie sich das anfühlt. Ja, Barbara. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Hank, du hast es geschafft. Es sieht aus wie das Kiefernwald, in das ich mich einst verliebte. Als die Farbe noch nicht trocken war und das Ressort florierte. Damals, als das Leben tobte.
Doch kurz nach der Eröffnung nahm die Geschichte eine schlimme Wendung. Die Probleme waren tiefgreifender, als wir es alle erwartet hatten. Immer mehr Leute taten ihren Unmut kund und das anfängliche Geflüster schwoll an zu Murmeln, Rufen und Geschrei. Behörden, das Regime, wie die Leute es nannten, bestrafte jeden einzelnen von ihnen. Doch dadurch mussten die Leute nur noch mehr Leid erdulden und sie trieben sie in die Verzweiflung. Also haben sich die Leute gewehrt. Wut traf auf Wut und Gewalt wurde mit Gewalt beantwortet. So ging das hin und her, bis schließlich nichts mehr übrig war. Nicht im Kiefernwald, nicht im Tal, nirgendwo. Damals, als das Leben tobte. Hank, ich muss sagen, das waren harte Zeiten. Ich beobachtete diese Ruinen seit über 10 Jahren und ich hatte langsam das Gefühl, sie zerbrechen. Aber durch dich ist mir klar geworden, dass ich den alten Kiefernwald sogar noch mehr vermisst habe. Nicht, dass ich mich jemals vermisst hätte. Ja, liebe Barbara. Barbara hat jetzt noch eine Quest von uns, aber die nehmen wir heute nicht mehr an. Wir gehen jetzt tatsächlich schlafen und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr findet den Kiefernwald genauso interessant wie ich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr die nächste Folge von Bear & Breakfast noch nicht mehr verpassen möchtet und den Channel noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt nachholen. Natürlich freue ich mich auch über eure Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald.